Hallo und herzlich willkommen zurück in meinem Restaurant mit... Also nee, also ich weiß nicht, ob das so eine... Ob die sich einen Gefallen tun, damit die Physik so zu animieren. Ich weiß nicht. Jedenfalls, wir sind wieder zurück und ja, die Tomatensuppe, die ist nicht gelungen. Ich würde die gerne nochmal neu machen. Und diverse Dinge hier beim Handling auch nochmal ausprobieren, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass das so funktionieren soll, wie das hier funktioniert. Vor allen Dingen das Übertragen von Sachen in den Topf und so, ne? Das kann ja so irgendwie nicht wahr sein. Da fliegen dir die Sachen um die Ohren hier und wenn ich das Brettchen in den Topf kippe, dann fliegen die halben Zwiebeln im Raum rum. Ich weiß nicht, ob das so... Ob wir da glücklich mit werden, weißt du? So. Switch Stacking. So haben wir die einzeln und anders haben wir die nicht einzeln. Also das verstehe ich auch nicht. So, und jetzt müssen wir ja eigentlich die Sachen hier in diesen Topf reinbuxieren, weißt du? Und das ist so eine Pita, das. Guck mal da, jetzt sind die Sachen runtergeflogen. Jetzt sehe ich nicht genau, wo bin ich denn überhaupt? Ich kann so ein bisschen auf den Topf runtergehen, dann kann ich ein bisschen zurückgehen. Und selbst dann, ne, also das. So, das möchte ich dazu sagen. So, das Restaurant hat eröffnet, wir haben noch keine Bestellung und wir haben noch nichts vorbereitet. Ein Lachs. Lachsfilet. Gut. Kriegen wir hin. Vielen Dank für den Lachs. Und wir machen das ganz schön Lachs hier. Salz und Pfeffer. Da hat ein Koch geschrieben, naja, 5 Gramm und so. Das ist halt, ne? Also ich glaube, wenn du Koch bist, du machst das ja eh aus dem Lameng raus, wie man so schön sagt. Ich kann mir ja nicht vorstellen, dass du das abwiegst. Ich glaube, die einzige Situation, wo du die Sachen abwägen würdest, denke ich mal, ist, wenn du deinem Chef ein neues Rezept vorschlägst und dann der kalkulieren muss, ne? Dass du dem mal genau sagst, ja, so und so viel. Und ich glaube, auch dann machst du so aus dem Lameng, ne? Und, ja. In eine Pfanne geben. Okay, wir haben eine Pfanne. Haben wir hier. Ja. Packen wir mal hier drauf. Machen die an. Und da soll jetzt was drauf? 10 mm Sonnenblumenöl. Öl. Kippen wir mal hier rein. So, tilt the bottle. Zehn. War ein bisschen zu viel, aber das, sowas zum Beispiel, würde der Gast ja nicht merken, ne? So, wir nehmen das mal in die Hand. Für 60 Sekunden von jeder Seite, okay. Hervorragend. Das klang ein bisschen komisch. So, gekochte Kartoffeln. Das ist nämlich das, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte. Salz. 20 Gramm Salz. So, lecker, lecker. Was macht das Steak? Müssen wir das jetzt schon rumdrehen oder gleich? Das kam mir jetzt nicht vor wie eine Minute. Außerdem brät man das, glaube ich, nicht von zwei Seiten an. Aber nennt mich Klugscheißer. 300 Gramm Kartoffeln. So. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ist auf jeden Fall ganz schön ein sehr lautes Steak. So, und jetzt umdrehen. Enter Content. Rotate. Ja. Das soll nur einer sagen, ich kriege das nicht hin. So, wir hängen den mal wieder auf. Dann holen wir mal schnell die Kartoffeln. Kartoffeln 300. Kartoffeln für 300, bitte. Na, das ging ja schnell. So, zack, da drauf. Und einschalten. Falsch. Und einschalten. Gut.
War offenbar richtig. So, dann sollen wir das heiß servieren. Heiß servieren auf einer Plate. Das Komische ist, so, warte mal, was nehmen wir denn da mal für eine... Ah, so ein Lachs hier. Da nehmen wir mal so einen ausgefallenen Teller. Ach so, ich kaufe den angeblich jedes Mal, ne? Und ihr meintet, wenn ich den hier unten rausnehme, dann würde ich den nicht kaufen. Aber ihr seht, alle meine Zutaten kaufe ich. Also, daran liegt es nicht. So, das Filet ist fertig. Filet au Fisch. Nehmen wir mal raus. Lassen wir mal ganz einfach hier den Dings da stehen. Und machen hier mal aus. So. Hervorragend. So, gibt es da noch irgendwie ein Geheimrezept? Wir haben ja gesehen, dass hier in dem Computer bei dem Rezept irgendwie noch mehr drin steht. Nee, garnieren. Letztes Mal habe ich es vergessen zu garnieren. Da war das aber richtig. Keine Ahnung. Und wir können übrigens diese Rezepte auch aufwerten. Ne? Also das würde ich mir dann auch mal gerne anschauen. Na, die Wertung ist doch gar nicht so schlecht. Na, das wird schon. Ich hätte vielleicht die Kartoffeln vorher ein bisschen schneiden sollen. Also, das mit den Kartoffeln und so, das nervt mich echt. Können das ja vielleicht mal mit einem großen Topf versuchen. Ich meine jetzt nicht mit den Kartoffeln nervt mich, sondern mit dem... wieso ist... Wieso steht denn da Suppe? Wenn ich es jetzt zu Brei mache, könnte ich da Kartoffelsuppe rausmachen oder was? Ist ja auch lustig. So, ja, das ist gerade sehr spannend für euch. Das, So. Falsch. Wir servieren eine Kartoffel. Das ist doch nicht deren Ernst. Wo ist die andere Kartoffel hin? Die ist zu heiß. Kann ich nicht dran. Nein. So, also ich hätte ja gerne über die Kartoffel so ein bisschen Schnittlauch oder Peter seine Silie drauf getan. Aber naja, so, der Gast wird hoffentlich zufrieden sein. Hier ist dein Menü, mein lieber Freund. Wow. Oh, da haben wir gut Punkte bekommen. Heating Mistakes, ja, wir haben die wahrscheinlich ein ganz bisschen zu früh gewendet. So, ich will nochmal hier diese Zwiebelsache probieren. Ich mache mal direkt mal hier diesen ganzen Chaos hier, machen wir direkt neben dem Waschbecken, da kann ja nichts schief gehen eigentlich. So. Das Problem ist, oh nein, die Tomatensuppe. Ich hab's befürchtet. Gut, dass wir das schon alles in der Hand haben. Also, ich brauche Zwiebeln. Gut, dass wir das jetzt nicht anklicken können. Ich brauche Zwiebeln. Pass auf, wir machen das jetzt mal anders. Die wird ja hinterher püriert, ne? So, pass auf, dann machen wir das so. Das ist zwar... Also, ich würde es ja gerne realistisch spielen, aber das geht halt nun mal nicht. So, also. Zwiebel. Zwiebel. Und nochmal Zwiebel. Komm. Zwiebel. So. Dann, 960 Gramm Tomaten. 960 Gramm Tomaten. 12. 24. 36. 48. So. War wahrscheinlich wieder falsch, ne? Ich vergesse immer eine. So. Das sollte aber jetzt gehen, ohne Probleme. Sehr gut. Schwarzer Pfeffer, 12 Gramm schwarzer Pfeffer. Schwarzer Pfeffer, 12 Gramm. Oh, da weiß ich jetzt aber nicht, ob das jetzt in die Suppe zählt oder nur auf der Tomate hängen bleibt, weil das Spiel so doof ist. Also, das Spiel ist nicht doof, aber ihr wisst, wie ich meine. So, wir brauchen mal neue Gemüsebrühe. Liquids, Chicken Broth.
So, die müssen wir auch mal hier reinpacken. Pour. Das heißt 700, ne? Autokorso. Salz. Das Salz in der Suppe. 12. Das war... Oh nein, viel zu salzig, weil ich zu... Es musste zu schnell gehen. Cayenne-Pfefferpulver. Wenn euch sowas passiert in der Küche, dann, wie gesagt, ein Happen Creme Fraiche dazu. Ist das jetzt Cayenne-Pfefferpulver? Ja. 6. 3, 4, 5, 6. Ich verstehe nicht so ganz. Gut, wir stellen schon mal auf den Herd. Also das mit der Tomatensuppe, das gefällt mir nicht. Ich glaube, wir sollten die mal in Ruhe vorkochen eigentlich, aber... Hier kommst du ja zu nichts, schon wieder falsch. So, ist jetzt alles drin. Sour Cream. 150 Milliliter. Und dann das Ganze in eine Schale. Dann nehmen wir mal hier eine Schale. Haben wir irgendwo eine Schale? Haben wir irgendwo eine Schale? Schale, Schale? Nein, haben wir nicht. Dann holen wir mal hier eine Schale. Das ist eine Kasserolle, Garul. Hier war eine Schale. Ja. So. Garnieren steht nix. Schwarzer Pfeffer sieht mir alles richtig aus. Gut. Na dann. Beim letzten Mal haben wir mit unserem fantastischen Mixer auch nicht alles erwischt hier. Und diese Suppe und ich, wir werden kein Freund mehr. Also das sehe ich auf jeden Fall schon kommen. So. Und außerdem müssen wir gleich die Suppe in diesen kleinen Behälter. Oh Gott. Ich würde das ja gerne garnieren. Irgendwie damit so ein bisschen Grünzeug oben drauf oder so. Was ist das denn hier? Ist das eine Schöpfkelle? Ne, das sind nur die Haken, okay. Ach so, die Suppe hat erst angefangen zu kochen, als wir die püriert haben. Also für das nächste Mal merken, direkt pürieren. Da ist alles gut. So, wir werden ein bisschen spät zu spät sein. Aber ich hoffe, dass wir zumindest alles drin und dran haben. Sour Cream habe ich noch vergessen. Die liegt hier am Boden rum. So. Ja, wie soll man denn das in der Zeit schaffen, das Ganze? Vor allem, wenn einem die Sachen immer um die Ohren fliegen. Also, weißt du? So, komm. So, jetzt bitte hier einmal reinschütten. So, 300 waren das, ne? Oder waren es 150? Ach so, jetzt muss erst noch diese Creme Fraiche muss erst noch hier mit rein. Aha. Und dann müssen wir das eigentlich nochmal umrühren, oder? Aber die Suppe, die behalten wir jetzt für... Ach nee, die ist zu salzig. Wir sollten die echt vorbereiten. Guck mal, Sour Cream habe ich hundertprozentig hinbekommen. So sieht übrigens meine Küche auch immer aus, wenn ich fertig bin mit Kochen. So, ich habe nichts anderes zu mixen. Wir mixen mal hier mit. So. Jetzt ist die Suppe wieder nicht gar. Oh Mann, ey. Okay, und jetzt ist es ja überhaupt kein Problem, das Ganze hier mal so irgendwie so hier reinzukippen. Nein. Das ist... Also ich weiß nicht. Guck mal, du kannst das ganz schwer einschätzen. Bin ich jetzt drüber oder nicht oder was? Ist das Ding jetzt voll? Ist hier noch Platz? Ist das... Oh. Also, da muss noch ein bisschen was passieren. Und hier ist eine 107 Suppe drin. Also diese Bowl ist viel zu klein. Naja, komm. Ich will wenigstens wissen, ob der Gast merkt, dass da zu viel Salz drin ist. Oh ja. Oh, vom Geschmack her ist der zufrieden. Was ist mit dem denn los?
Beschwerden, ja. Wie? Also, das bleibt wirklich auf dem Ding hängen. Okay. Leute, ich werde Folgendes machen. Ich werde jetzt noch ein bisschen üben. Ja, diese ganze Koordination. Kunde ist zufrieden, das ist gut. Das geht so nicht. Wir haben jetzt Feierabend. Das heißt, ich könnte jetzt eigentlich noch ein bisschen weitermachen. Aber ja. Wir speichern ab. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wann die kommt, seht ihr im Sendeplan unter tv.gardarul.de. Lasst gerne ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und empfehlt die Videos weiter. Überall da, wo Videos weiterempfohlen werden von vernünftigen YouTubern. Tschüss.